schon lange keiner mit an, nicht wahr? Alalala! So. Goich Morning und I Axelhaar. Apropos, Axelhaar. Jetzt hab ich doch tatsächlich gehört, dass es Mode ist, sich das langgewachsene Haar an den Beinen, unter den Achseln, um die Jesus, Maria und Josef Rehäuglein und selbst im Ding-Ding-Ding Hauptgewinn wegzufräsen. Diese gottverdammte Modewelt. Was wollen die denn uns als nächstes diktieren, dass es Mode ist, dass sich die Männer die Rückenhaare wegrasieren? Rückenhaare sind auch, Frau Kuczepskisch. Kuczepskisch! Ja, Ding-Ding-Ding, Hauptgewinn! Sag mal, machst du das auch? Ach. Bei uns im Dorf haben die Dorfältesten uns jungen Mädchen immer gepredigt, an Nordmantannen, selbst um jeden kleinen Nussstrauch, wächst Gestrüpp. Wie soll sich der Baum denn sonst halten können, wenn denn mal eine Liebesböe weht? Übers Gestrüpp, ja! Na gut, wie dem auch sei. Jetzt bin ich ja stets up to date und eine Trendsetterin und habe euch, die noch keine Erfahrung mit dieser Modigkeit gemacht haben, etwas vorbereitet. Ein kleines Hilfspaket. Modell Vintage oder auch klassisch masochistisch. Ein Renner bei uns im Dorf und auch im alten Stift. Ansetzen und abzwacken. Ansetzen und abzwacken. Ja, wahrscheinlich nichts für europäische Pflaumen. Habe ich jetzt gesagt europäische Pflaumen? Ich meinte natürlich nichts für den europäischen Gaumen. So, kommen wir nun zu meiner Lieblingsmethode. Einmal das. Und das, die gewünschten Stellen mit Alkohol einreiben, groß ein bisschen großzügiger, lecker, und dann schön mit dem Feuerzeug entlang. Nicht nachmachen, ich bin da Expertin, ihr könnt's nur falsch machen. Gut, vielleicht ein Modell für euch Weicheierstöcke. Handelsüblich und günstig. Wirksam, aber der Spaß bleibt aus. Achsel hoch und dann schön ansetzen und von unten, also in Richtung Haarwurzel, von oben nach unten, unten, oben nach unten, ja. Man kann es auch, hier unten sollte man von unten nach oben hoch. Und oben, unten, unten, oben. Man kann es choreografisch machen. Unten, oben, oben, unten. Ach du Lieber. Pink und unpraktisch, wenn ihr ein bisschen mehr Haar habt. Also nun zu Version 2. Enthaarungscreme. Die Enthaarungscreme, das muss ich kurz mal lesen. Enthaarungscreme mit beiliegendem Spachtel auf die gewünschten Stellen auftragen, so dass es leicht bedeckt ist. Kriegen wir hin. So, ich nehme mal ein bisschen großzügiger. Kann ich mir nicht in die Achsel reingucken? Ist da noch was? Ja, Oma Kuczepskisch. Kuczepskisch! So. Alles schön bematscht. Und jetzt circa 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Schlag mich einer mit dem Rohrstock!